Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen. Wir machen heute ein Video über Wechselpräpositionen. Siehst du? Was? Nein. Wechselpräpositionen. Präposition. Sehr gut. Im Dativ. Okay, was bedeutet Dativ? Dativ bedeutet zum Beispiel, hör mir zu. Keine Richtung, sondern zum Beispiel, ich stehe auf etwas, ich bleibe hier, ich bin drinnen. Das bedeutet Dativ. Dafür brauchen wir Dativ. Aber wofür brauchen wir Akkusativ? Akkusativ nennt man den Gericht für Richtung. Zum Beispiel, ich gehe in die Schule. Ja? Ich habe eine Richtung in die Schule, aber wenn sage ich, ich bin drinnen, ich bin in der Schule, das ist Dativ. Dafür brauchen wir Dativ. Verstanden? Ja. Sehr gut. Wechselpräpositionen bedeuten, dass wir nutzen sie im Dativ und im Akkusativ. Verstanden? Ja. Wechselpräpositionen nutzen wir für zwei Fälle. Ich halte es für den Trick. Im Dativ und im Akkusativ. Heute lernen wir, nutzen wir diese Präpositionen im Dativ. Also, wir fangen an. Erste Präposition ist im. Im. Was bedeutet im? In dem. In dem. In. Drinnen. In dem. Drinnen. Ein Löffel im Glas. Siehst du? Ja. Ja. Mhm. Was hat sie, dieses Mädchen, im Mund? Im Mund? Im Mund hat sie einen Lolli. Also, das ist Sorma. Lollipop. Okay, und wo sitzt der Schmetterling? Schmetterling sitzt an der Tasche. Also an der Tasche sitzt ein Schmetterling. Schmetterling. Kepene oturup çantanın tününde. Okay. Okay, zum Beispiel dieser Kugelschreiber steht an dem Glas. Okay, sehr gut. Warte. Zauber. Wir machen Zauber. Was trägt sie auf dem Kopf? Auf dem, bedeutet Stunde. Was trägt sie auf dem Kopf? Sie trägt auf dem Kopf einen Hut. Hast du auch einen Hut? Ja. Ich habe noch nicht gesehen. Könntest du mir zeigen? Ja. Okay. Zeigst du mir deinen Hut? Was ist das Lachen? Auf dem Kopf. Zum Beispiel, wo steht dieser Kugelschreiber? Steht? Nein, auf deinem Kopf. Okay. Ich wollte, dass du hier stehst. Aber du hast auf deinem Kopf gestellt. Okay, wir lesen weiter. Vor ihr. Zum Beispiel vor uns, was steht vor uns? Eine Kamera. Eine Kamera. Zum Beispiel ein Fernseher. Ja, aber Zuschauer sehen unseren Fernseher nicht. Ja. Vor dieses Mädchen, was steht? Vor ihr. Was ist vor ihr? Vor ihr sieht ein Häschen. Ja, ein Häschen sieht vor ihr. Ja, hier. Und hinter. Was hinter bedeutet? Ja, hinter. Was steht hinter uns? Sofa und meine Tasche. Und wo steht meine Tasche? Auf dem Sofa steht
Papas Tasche. Papas Tasche. Okay. Demek duvarın üstünde benim çantam var. Demek hinter ihr steht ein Löwe. Du sagst, es ist ein Ding. Hier gibt es viele Löwen. Ja. 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 Hinter ihr steht ein Löwe. Der Löwe ist gefährlich, ja? Ja. Hast du Angst vor dem? Ja. Ja. Wieso die? Aber die sind gefährlich. Ich mache das und die machen. Du bist eine Sportlerin. Ja. Kämpferin. Über. Über. Über bedeutet etwas fliegt, zum Beispiel keinen Kontakt zu uns hat und fliegt über mir. Nulana fliegt über mir. Fliegt? Okay. Richtig. Okay. Über ihr fliegt, was fliegt über ihr? Ein Vogel. Ein Vogel fliegt über ihr. Sehr gut. Und unter. Unter meinen Haaren. Ja, zwischen meinen Händen. Ich habe gefunden. Unter dem Glas steht eine Kugel. Ein Kugelschreiber. Nein, kein Kugel. Ein Kugelschreiber oder Kuli. Oder Kuli. Kuli. Unter ihren Füßen ist ein Gras. Unter ihren Füßen ist grünes Gras. Grünes Gras ist. Er war aus dem Jahrschutzherr. Aber hier ist nicht gut. Grau. Neben bedeutet hier, neben mir. Du sitzt neben mir. Ja. Neben dem Mädchen. Das ist Neben. Neben dem Mädchen steht, Nolana, du trinkst meinen Kaffee. Bitter Kaffee. So, bitte, danke. Aha. Neben dem Mädchen steht eine Tasche. Neben Tasche, da? Ja, Tasche. Tasche. Ihre Tasche steht dort. Zwischen. Zwischen. Zwischen uns. Was gibt es zwischen uns? Nichts. Ah, Kugelschreiber. Saubere Kugelschreiber. Ist jetzt zwischen uns. Zwischen uns steht ein Kugelschreiber. Zwischen uns. Und sie steht, wo steht das Mädchen? Zwei Bäume. Aha. Das Bäume. Sie steht. Ich. Sie steht zwischen zwei Bäumen. Zwei Bäume. Danke fürs Zuschauen. Macht Skype. Bis bald. Bis bald.